Ach. Hallöchen, ihr Lieben. Ich glaube, vielleicht kriege ich den noch ein bisschen heller. Oh ja, besser. So, jetzt mal herzlich willkommen bei Boris Spielt TV. Ja, ich habe OP-Kleidung an, weil ich vorhin einmal. Weil ich vorhin einmal online war und da wollte ich eigentlich nur bisschen durch die Gegend fahren und durfte gleich einen retten und den operieren. Gucken wir mal, wie es dem Patienten geht und ob der Patient schon da ist. Dann wünsche ich euch viel Spaß und wir hören voneinander, weil ich stehe jetzt hier schon, dann kann ich auch gleich in den Dienst gehen. Machen wir einen kurzen Intro. Alles klar, bis dahin, ne? Ciao, ciao. Die 41 sind um Umkleidekabine eingeschlossen. Hier wird aktiv geschossen. Wir sind im ersten Stock im OP. Die 41, wir benötigen dich in OP B1, erster Stock. Zen4 Versuch, die offen mit. Fenster zu meiden. Zen4. Keine Ahnung, mit was jetzt gerade geschossen wird. Ist es irgendwas Automatisches? Ja, alles gut. Ich bin noch da. Wie gesagt, wir haben hier einen Schwerverletzten. Die Leitstelle für das FD-07. Nee, der kommt jetzt nicht. Irgendwo Die ziemlich in der 07 Nähe bitte vom weit Eingang wegbleiben. des Weit LSMD. wegbleiben vom MD. Ja, ich wollte nur sagen, dass ich entsprechend gerade aktuell bei HP bin. Also wenn Einsätze reinkommen können sollten, könnte ich sie anfahren. Alles klar. Ich kann dir nicht mehr sagen, Jack. Sorry, ich habe gerade 500 Sachen, die ich gleichzeitig organisiere. Was hast du gesagt? 10-4. Ja, mache ich. Bis gleich.
Chefin Ashley, habt ihr hier das unter Kontrolle? Ja, Chefin, wir haben das unter Kontrolle. Gut, ich schaue, ob noch mehr Verletzte draußen sind. Ich Sei schließe euch hier vorsichtig. ein, okay? Alles gut, sei vorsichtig, dass sie draußen halt her. Ja. Ashley, immer schön weiter pumpen. Ich versuche gerade die Wundenheilung irgendwie zu ver. Mache ich. Wenn du kannst, pumpen, jetzt pumpen. Ich pumpe. Gebe Epi. Wir hätten den mal kurz gehabt. Scheiße. Gebraucht. Wenn du kannst, kannst du auch schocken, ne? Zwischenzeitlich. Ja. Ich wechsle auf den Defi. Warte. Ja, schocken, 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 schocken. Okay, jetzt. Weiter, nochmal schocken. Ich warte, ich habe HWS. Nee, bitte, wenn es geht, der HWS oder schocken irgendwas. Wir müssen jetzt erstmal. Ich weiß nicht, ob ich ihn kriege. Gib nochmal eine AP hinterher. Wir müssen auf jeden Fall nochmal was. Komm, 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 komm. Du pumpst. Warte, ich glaube, ich habe einen Puls. Ich habe einen Puls. Ich kriegen. HWS? Ja, nee, Infusion ran. Noch eine Infusion. Okay, gib ihm eine Infusion. Und wenn es geht, noch eine Epi hinterher, bitte. Jetzt gleich. EP. Habe ich. Sehr gut, mach mal Bein. Der hat Flammern, der hat Herzkammerflimmern, schocken. Warte, ja, schock ich ihn. Warte, da ist er. Ich habe abgebrochen, da war gerade ein Puls. Okay, wir müssen jetzt. Jetzt kriegt er Herzrasen. Hast du Schmerzmittel? Nein. Gut, dann kannst du Kopf machen. Der wird uns gleich wieder wegschießen. Ich kümmere mich um den Kopf. Die Pumpe geht durch die Decke. Ja, alles gut. Kannst du mir verraten, was draußen los ist? Ich habe selbst keine Ahnung, auf einmal wurde angefangen zu schießen und alles. Alles gut. Blutdruck fällt. Frage in den Funk, wo seid ihr? Liegt noch am Kopf. Wir brauchen noch eine. Achso, du bist schon am Kopf. Ich bin schon am Wie lange Kopf. bei euch? Das Fall
immer noch Schüsse, weiterhin Sperrzone um das Medical Center. Keiner nähert sich dem MD. Okay, okay, Kopf geht. Ja. Puls regelt sich, aber ich glaube, er braucht noch eine Infusion. Ja, ich hau noch eine ran. Okay, ja. War, wie sieht's bei euch aus? Oh, das war ein Krampf. Wir haben ihn wiedergekriegt. Dann hat er, dann ging der Puls auf über 220, Blutdruck genauso hoch und jetzt reguliert er sich. Der Puls hat sich reguliert, aber der Blutdruck ist mir zu tief. Ja. Wenn die kompletten Infusionen reingelaufen sind, wird das besser werden. Da haben wir 3 Liter dran, ja. Ja. Gott. Sieht aber gut aus. Ansonsten, ich glaube, wir haben. Wenn du willst, dass der Blutdruck sich schneller reguliert, dann versuch, über beide Arme Volumen zu geben. Ja, jetzt ist auf dem einen zu viel, oder? Ja. Nee, aber es steigt. Das wird gut. Guck weiter, dass keiner hier reinkommt, dass ihr hier sicher seid. Alles gut, ich danke dir. Gut, steigt, Puls geht runter. Funkcheck CD 69. Hallo ihr Lieben. Ja, was ist hier passiert? Keine Ahnung. Es wird gerade... Ich kam in Dienst und sofort ging hier die Hölle los. Im Hintergrund hört ihr es noch, ist immer noch. Wir haben jetzt gerade ihn hier wiedergeholt. Aber was draußen los ist, ich habe keine Ahnung, was schon wieder nicht stimmt. Sollen wir runter? Bitte? Willst du runter, dann kümmere ich mich hier. Wieso muss ich runter? So wegen dem Dis? Welchen Dis? Ich bin nicht mal drin im Dis. Im Dispatch unten ist ein Bewusstlose. Herzlich willkommen. Terra hat gerade gemeint, sie hat hier eine bewusstlose Person in 22 Metern. Ich würde mich da gerade mit ihr hin aufmachen. Frage in den Punkt, ist das Neo? Sag nein. Negativ. Nein, Neo geht's gut. Wir werden auf jeden Fall den OP nicht verlassen. Das ist ein sicherer Raum. Okay. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich habe keine Ahnung, was sie gerade wieder... Das hat sich schon in den letzten Wochen so angebahnt. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier wieder nicht stimmt mit den Leuten. Na ja, gut. Okay, Blutdruck ist steigt. Sehr gut. Schau an, Ashley, da haben wir einen fertig gekriegt. So. Wir müssen den gleich einmal annehmen. Wir müssen ihn auf jeden Fall einmal röntgen. CT ist nicht möglich, weil es zu gefährlich. Mhm. Oder wir packen ihn hier auf den Tisch und röntgen mit Mobil. Das geht auch. Ich glaube, das ist besser, oder? Ja, dann pack du mal an. MD 41, ist Neo noch bei euch? Yes, positiv. Der ist noch bei uns. So, ich packe auf der Seite. Alles klar, ich hier auf mein Zeichen. 3, 2, 1 und hoch. Und dann direkt auf den Tisch. Okay, dann hol ich gerade, holst du dir eine Weste? Ich hole eine Schürze für den Neo und für mich. Alles klar, Patient hat die Schürze umgelegt. So, hier eine für dich. Ja, danke dir.
Eine auf Neo. Jo. Und eine für mich. Das wäre super. Wenn du soweit bist, dann lass uns einmal röntgen. Ja. So, jetzt. Jo, Achtung, Schuss. Ich mache noch eine große von der Seite. Achtung, Schuss. Dann schauen wir uns das einmal an. MD02 hat die bewusstlose Person gefunden. Alles soweit unter Kontrolle. Keiner nähert sich. Ich bin auf dem Helipad. 10-4. So. Das sieht soweit ganz gut aus. Guck dir mal die Röntgenbilder an. Naja. Multiple Schusswunden, Arme, Bein links, im Bauch, am Kopf, aber am Kopf sieht nicht, da sehe ich zwar eine Schusswunde, aber ich sehe kein Projektil, beziehungsweise das wird wohl wahrscheinlich an der Schädeldecke abgeprallt sein. So. Aber Abdomen hat er. Sehr gut, dann werden wir jetzt... Scheiße. Gott, das sollte reichen. Nochmal bitte. Ich habe gerade geguckt, wie viel Propo ich noch dabei habe. Ich habe ihm jetzt guten Liter Propofol gegeben. Mhm. Läuft das mit dazu? Dann werden wir jetzt den erstmal operieren. Wir müssen das Abdomen dort überprüfen, was da kaputt gegangen ist. Bein und Arme müssen wir überprüfen. Gegebenenfalls kannst du da schon mal was übernehmen von. Die kaputt machen kannst du nicht, wie es auf den Röntgenbildern aussieht. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne loslegen. Ich brauche Schwester. Okay. Ich brauche ein 10er Skalpell, bitte. Fange an, Abdomen aufzuschneiden. Ich nehme mir seinen rechten Arm erstmal vor. Mach mal ruhig. Ein Spreizer, bitte. Hi, Skysglade. Hallo. Kadix, erstmal dir auch ein Hallo. Und herzlichen Dank für das Follow. So. Genau. Keine akuten Blutungen. Das ist schon mal sehr gut, wenn da keine akuten Blutungen sind. So, ich hätte gerne bitte einmal, dass sie mir absorgt. Dann hätten wir gerne ein paar große Tamponaden in den Bauchraum gesteckt. Und weiter absorgen. Ich würde den Arm nähen. Mach das. Tu dir keinen Zwang an. Zur Information in den Funk. Patient stabil, wurde von Druckwelle des explodierenden Helikopters, getroffen. Patient benötigt keine Operation. Maverick nicht einsatzfähig. Wir werden einen neuen Maverick bekommen müssen. So, dann haben wir das. Wir haben, was sehe ich denn? Arteria renalis ist beschädigt. Arteria iliaca communis ist kaputt. Und die Truncus coeliacus ist auch beschädigt. Schwester, Gefäßklemmen bitte. So, wir brauchen nochmal 6 Konserven, 0 negativ. Im Druckinfobeutel. Und alles reindrücken, was geht. Ich stelle es ein. Ja, danke schön. Gefäßklemme. Also hierfür, für die Nieren. Für die Renalis.
Sofort abklemmen. Bitte abklemmen die Truncus Keolarcus. Bitte abklemmen und bitte die Iliaca Communis abklemmen. So. Jetzt siehst du, wir machen es peu à peu. Wir können es nicht anders. Wir werden jetzt Druckinfusion, wir können arbeiten mit Bypass-Arterien. Aber wenn wir uns beeilen, wenn du mir mithilfst, dann brauchen wir keine Bypass setzen, weil das dauert auch seine Zeit, sondern kriegen das zu zweit hier aufgeschlitzt. Vernäht. Sehr schön. Nimmst du bitte die Schlagader Lebermilz, die Magenschlagader für Leber und Milz, die Truncus Coleacus. Hier vorne. Sehr schön. Ja. Danke. Weil dann fange ich nämlich an mit der Renalis an. So, 02er Nylon bitte. Danke. So, dann wollen wir langsam verknüpfen. Die Arterien sind so aufgebaut, dass die sozusagen drei Wände haben. Du kannst die mittlere Wand, das ist die stabilste, die kannst du sozusagen nähen. Mhm. Die innere und die äußere, da kannst du nicht viel nähen, weil die hauchdünn sind. Aber die innere kannst du... Die wächst zusammen. Genau, aber die innere Wand sozusagen, das ist wie so eine Art Streitstrohhalme ineinander. Mhm. Kann man sich das vorstellen. Und den mittleren Strohhalm, den kann man sozusagen wieder instand setzen. Okay, ist ich einfach, fange an. Ja, danke. Das war jetzt nur einfach gesprochen. Ich habe dich aber verstanden. Gut. Dann... Kommen. Herzlich kommen. Machen wir hier. Ja, einmal bitte erstmal das MD anfahren. Soweit scheint erstmal alles ruhig zu sein. C4. Dann bräuchte ich bitte einmal noch ein Patch. Dankeschön, Schwester. So, ich patch das noch einmal rum. Vernähe den Patch auch noch mal ganz grob. MD 41 für Leitstelle. Okay, ich habe sie die 41 hört. Alles in Ordnung bei euch? Benötigt ihr Unterstützung? Wir sind gerade zu zweit dabei, die inneren Abdomenarterien zusammenzunähen. Alles gut. 10-4. Solltet ihr mich brauchen, ruft mich dazu. 10-4. So. So, hier können wir die Gefäßklemme schon mal vorsichtig lösen. Dann einmal bitte nochmal nachsaugen, ob wir hier eine Nachblutung haben. Warte, ich nehme eine auch raus. Ja, langsam. Oder noch zwei weniger. Ja. Wichtig ist, dass wir die langsam rausnehmen, um zu gucken, ob die Arterie hält, was wir da gemacht haben. Mhm. Aber die Arterie füllt sich und sieht gut aus. Sehr schön. Bei mir ist auch kein Blut. Sehr schön. Dann müssen wir nur noch die die Beckenschlagader machen. Die Arterie Iliaca Communis. Das Problem ist jetzt aber, dass uns, wenn wir die nicht vernünftig anpacken, dass die uns ins Bein rutscht, das eine. Hm. Die andere kriegen wir gepackt, aber die im Bein. Das heißt, bevor wir die jetzt komplett machen, müssen wir die am runter vom Bein hin erstmal abklammern und so, dass uns auch nicht wegrutscht. Also am Muskel am besten, oder? Ja, klammer die mal die Arterie, so dass wir, wenn irgendwas sein sollte, dass wir sie nicht ins Bein verlieren. Ja, wenn wir sie auf den Muskel klemmen, hat er höchstens ziemliche Schmerzen, aber... Das ist mir vollkommen egal, der hat so Schmerzen. Ich weiß. Okay. Gut. Okay. So. Dann sehr gut gemacht. So, Schwester, bitte noch einen 02er Faden, Nylon. Dann wollen wir einmal hier vernähen. Mhm. Kannst du da mal einen Patch rüberhalten, dass wir sie gleich mit einem Patch vernähen? Ja, warte, hier. Ja, alles gut, danke dir. Ja, super. Gut. Deine Klammer, kannst du die ein bisschen nach vorne drücken, bitte, zu mir hin? So? Ja, danke. Hervorragend. Junge, 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 ich sehe hier nichts. Bitte einmal absaugen. Danke, Schwester. Okay, bitte einmal jetzt die Tücher raus aus dem Bauchraum.
Und ganz langsam öffne ich meine Arterie. Deine lassen wir noch zu. Sehr schön. Und jetzt bitte einmal deine ganz vorsichtig öffnen. Wunderbar. Das sieht doch auch gar nicht so schlecht aus. Was heißt Doktor? Nein, aber wenn du dann spielst, es kann ja immer noch einer sein, dass hier einer ist, der davon Ahnung hat. Also nicht so wie ich habe davon keine Ahnung. Aber dass irgendeiner ist, der davon Ahnung hat. Und dann, wenn der sagt, das heißt also aber nicht die, das ist ja so und so, dann müssen die wissen, die Fachbegriffe schon halbwegs richtig sein. Also wenn du schon mit Fachbegriffen um dich herum wirfst, dann bitte aber auch die richtigen Fachbegriffe, so denke ich das. Frage in den Funk. Ist jemand außerhalb vom Medical Center und kann HP Performance anfahren? Ich bin bei HP Performance. So. Sehr schön. Bei HP sei ein Kunde umgekippt. Dann darfst du gerne zumachen. Den Bauchraum. Kannst du dich bitte um den Bewusstlosen kümmern? Ich kümmere mich. Gut. 04er Nylon bitte. Schwester, bitte einmal die Haut spannen, genau so, dass wir die übereinander kriegen. Und dann fange ich mal oben an. Ach, da haben wir aber noch ein paar Minuten. Da haben wir noch ein paar Minuten. 410 Sekunden. 400, ja doch. Das sollte reichen. Dann kann ich mich auch noch ein bisschen auslassen. So. Alles das Schöne, wenn du die unter... Ich glaube, er kriegt gar nicht... Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt was mitbekommt. Es ist schon so lange her, dass ich in Narkose lag. Aber bei Bewusstlosigkeit weiß ich, dass... Alter, was geht denn da draußen ab? Holla! Also bei Bewusstlosigkeit weiß ich, dass du nichts hörst. Aber ich weiß nicht, was unter Betäubung ist. Sehr schön. Dann ist das zu. So, dann gucken wir uns einmal das Bein an. Die Femoralis-Arterie scheint intakt zu sein. Das sieht aus wie ein glatter Durchschuss am Bein. Ja, Nervus femoralis ist auch okay. Der Muskel hat einen abbekommen, den können wir einmal nähen. 02er Faden, bitte. Dann wollen wir einmal das Muskel halbwegs wieder zusammenflicken. Und dann wollen wir auch einmal mit 04er Nylon bitte einmal das Bein halbwegs zusammen. Sehr schön. Schwester, dann können Sie es jetzt verbinden. Ich schaue mir nochmal den Arm an. Das ist ein Streifschuss, das sieht gut aus. Da reicht es mir auch, wenn wir hier einfach nur verbinden. Salbe und verbinden bitte. Kopf auch. Sehr schön, vielen Dank für Ihre Mithilfe. Das sieht sehr gut aus, Sie können den Rest soweit verbinden.
Information in den Funk. Wir haben einen funktionsfähigen Helikopter. Zehn vier. So, dann nehmen wir den Patienten mal mit. Bitte einmal mit anpacken, liebe Schwestern, auf die Trage und dann dementsprechend. So, voll. So, dann schließen wir hier noch gerade das EKG an, das Sauerstoffgerät, Monitorisierung, Infusionen noch bitte einmal rein. Sehr schön. Patient wurde in die ITS gebracht, Türen sind verriegelt. Bleibt da oben, bleibt sicher, ich kläre hier alles weitere. Na Logo, 10-4. Seid ihr essens- und trinkentechnisch versorgt? 10-4, wir werden hier nicht verhungern. Das sieht halt gut aus. Apollo, danke schön. Danke, danke für deinen Zapfen. Vielen, vielen Dank. Irgendwann mal wird mir hier irgendjemand erklären, warum, was jetzt hier gerade heute los war. Vielen Dank für deinen Sub. So, dann schauen wir nochmal rüber. Jetzt müssen wir gleich auch eine Nachricht schreiben. Sheriff im Funkkreis. Ärztliche Direktorin im Funkkreis. Das können wir den ganzen Abend so weitermachen. Sind wir. Ich bin aktuell nicht so zu Scherzen aufgelegt. Oh, ich höre was. So. Oh. Wie geht es Ihnen? Wissen. Ja, das glaube ich Ihnen. Gib mir mal ein bisschen was gegen die Schmerzen. Wo bin ich? Sie sind im Krankenhaus. Ich hatte Sie eben notoperiert. Sie hatten massive Schusswunden am Körper. Wir haben 3 Kugeln aus ihrem Bauchraum rausgeholt. Ja, sie haben einen Durchschuss am Arm, am, Entschuldigung, am Bein rechts, links, am, am, am,
Am Bein links haben sie einen Durchschuss gehabt, da wurde aber nicht viel kaputt gemacht. Der Muskel ist betroffen, aber die Arterien sind weiter in Ordnung. Am Arm links hatten sie einen Streifschuss und am Kopf hatten sie auch einen Streifschuss. Wenn Sie sich nicht an alles erinnern können, das ist nicht ganz schlimm, das sollte aber wiederkommen. Wir werden das weiterhin beobachten. Nur, dass Sie erstmal wissen, was passiert ist. Okay. Können Sie sich an Ihren Namen erinnern? Ja. Wie heißen, Neo. Wie heißen Sie? Neo. Das ist Neo Blake. Schön. Herr Blake. Die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10. Das ist immer eine doofe Frage. Wie stark sind die Schmerzen so? Bin schon hoch bei 7, 8. Okay. Zur Information in den Funk, das MD ist nun von Seiten des PDs abgeriegelt. Hatfield weiterhin im Umkreis aufhalten für Dispatches außerhalb des Medical Centers. 5-4, ich habe schon alles auch technisch vorbereitet. Habe jetzt auch gerade den Patienten hier bei HP und das meine Nummer 3 gegeben. 3 bis 4 Milligramm Morphin dazu. Den 4. Wenn sich die Lage nachher entspannt, muss HP hier dringend 2 MD-Fahrzeuge abschleppen und reparieren. Ja, sage ich sofort Bescheid. So, dann schreibe ich einmal kurz Ihre Akte, was passiert ist. Aber was passiert ist, können Sie mir auch nicht sagen, ne? Eigentlich, also, irgendwas wurde draußen geschossen und wir wollten da draußen nachsehen. Ich war auf dem Motorrad unterwegs und dann weiß ich nicht mehr wirklich, was passiert ist. Ich hatte mich vorhin nochmal hingelegt und als ich dann aufgewacht bin, dann ging es auch schon draußen los. Ich dachte, ich hätte den Fernseher laufen lassen, dass da irgendein Kriegsfilm wäre. Aber leider habe ich mich da getäuscht. Das ist da draußen wirklich abgegangen. War auch, als ich sie behandelt habe, da war echt traurig, also ja, genau das. Hat also immer noch nicht aufgehört, ja? Ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Momentan sind wir hier in Sicherheit. Momentan ist alles in Ordnung. Aber wir sind hier natürlich auch gerade in einem sehr sicheren Raum. Vorerst. Soweit er sicher ist, ne? Er ist abschließbar. Und sie mir gefallen? Ja. Die Rolle ist runter. Alles klar. Mach ich. So, Rollos sind runter. Schwer bewaffnete PD-Officer stehen vor der Tür. MD-13, okay. Hast du den Dispatch bekommen? Ich muss nur daran erinnern, dass er irgendwie durch die Fenster geschossen hat. Ich will nicht, dass sie der Nächste sind. Mit äußerster Vorsicht anfahren, immer in Funkkontakt bleiben. Jo, ich fahre an. Ich hätte eigentlich bislang immer gedacht, weil ich weiß, dass ich bin. Dazustoßen. Dass ich da nicht die Zielscheibe, dass ich ja nicht erkennbar bin. 10-4, bei separaten Fahrzeugen anfahren. Aber ich glaube, das hat sich in der letzten Zeit auch gerade geändert. 10-4, ich fahre mit meiner Tulip an. Und ich würde es wissen, aber wenn es der gleiche Typ ist von gestern, dann ist ihm das relativ egal, was sie antragen. Ja, ich gehe mal besser. Ich habe da auch schon sowas gehört. Oder beziehungsweise vermutet, dass da irgendwie, dass denen das scheißegal ist. So, Schusswunde, Abdomen, Schusswunde, Kopf, Schusswunde, Arm rechts, Schusswunde, Bein rechts.
Nummern von den Funk. Welche Info gibt es in den Funk? Hat sich erledigt. Benötigt ihr Hilfe? Wie weit seid ihr noch vom Dispatch entfernt? 2,5 Klicks entfernt. MD 30 ist 10,8. Sind hier. Rescue 1, Status 4. Da waren wir doch gerade, doch. Zwei Leute waren unten. Nee, aber ich hätte fast gezielt. Also, das. Aha, ja, alles gut, ihr könnt auch nicht mehr. Das ist da, ne? Geht rein, Florian, zu baden. Okay, Fahrzeug in Tankstelle reingeknallt. Verletzte Person, bewusstlose Person vor dem Fahrzeug. 10-4, EKG anlegen, Reanimationsmaßnahmen beginnen, bis MD-13 vor Ort ist. Einmal EP. MD-13. Ich hoffe, das haben wir als Anmerkung. Leichte Amnesie. PD-28 Status. Hier oben ist alles ruhig. Dankeschön. Neo! C4. Sehr schön, dann haben wir erstmal die Akte. Mir tut alles weh. Wie geht's euch? Warum lässt du dich immer anschießen? Cluster, komm mal zu den drei Rettungswagen hier draußen runter, ich muss dir was zeigen. Ich nicht. So. Wenn die Schmerzmittel nicht ausreichen, sagen Sie noch Bescheid, dann geben wir Ihnen gerne noch was nach. Ansonsten würde ich Sie in die Obhut erstmal Ihrer Freundin überlassen. Mhm. Wenn der Neo Schmerzen hat, sagt uns bitte Bescheid, ne? Dann kommen wir und geben Ihnen was dafür. Na klar. Das klar, danke. Wow. Jetzt, ja, also ich weiß zwar nicht, wo du genau hin willst, aber. Was denn? Wir müssen schon gucken, dass wir nicht unbedingt gut zu sehen sind von über dem Fenster. Ja, immer noch Schusswechsel. Immer noch? Nee, meinte ich nicht. Nein, es lagert sich etwas beruhigt. Ja? Kriegt die Tür nicht hier auf, ist das normal? Ja, du kriegst die Tür nicht auf? Ja. Ich habe die auch abgeschlossen. Ja, ja, das weiß ich. Ja. Dings hat mich gerade reingelassen. Genau. Die weiß nämlich, ich habe die Größe meines Ding-Dongs genommen. Und weil wir hier im Mikrometer-Bereich sind, wirst du wohl vor der Null ganz viele andere Nullen machen müssen. Ah, ja. Nein, das kann daran liegen, dass du eventuell noch nicht die Ausbildung. Ja. Dass du noch nicht den Rang hast, irgendwelche Türen zu öffnen. Wenn da war es keine Absicht, aber es war eine reine Eigensicherung. Weil du alles warst gut. Ja safe im OP. Ich hatte hinter mir verschlossen. Ja. Ist ja auch alles so korrekt. So, hast du noch was zu essen? Ja. Hast du was? Ja, ich habe alles. Ja. Ich gehe nie unbevorbereitet in Dienst. Information in den Funk, das MD evakuiert sich vollständig in den Keller, in die OPs. Jetzt, im Eilschritt. Mit Patienten, Angehörigen, alle Personen. Alles klar. Wir müssen sofort in den Keller. Den Patienten auf die Trage schmeißen. Ashley, komm, Attacke. 1, 2, 3 und jetzt hoch damit. Warum? Alle mitkommen. Ich habe noch keine weiteren Informationen. Wir müssen sofort in den Keller.
Mama mia, wieso Keller? Was ist denn los? Irgendwie Plastiksprengstoff am Auto oder so, keine Ahnung. So, wir nehmen das Treppenhaus. Mitkommen, bitte. Ja, Sperrzone, 300 Meter, 500 Meter um das MD herum, per Twitter informieren. Ich fetz zurück, ich hab halt gar keinen Bock auf Späßchen. Oh. Kann dich auch gleich hier abknallen, ist kein Problem für mich. Wir können ja so einen Wilden Western Standoff machen. Ich habe zwar keinen Revolver, aber. Wer ist denn dein Funk? Auf keinen Fall ins Medical Center. Auf keinen Fall ins Medical Center. Amy. Hatte ich nicht vor nach dem Funk. MD 41, MD 30, Standort Keller. Standort Keller auf dem Weg in den OP-Räumen. Ne, die waren richtig am Zittern. Sind hier inklusive Patienten und allen Personen, die sich im MD befunden haben. Wir haben alles zusammengetrommelt, was wir gefunden haben. Info von der PD 69 nach Möglichkeit in den nordöstlichen Bereich des Kellers. Weil er von der Explosion überlebt heute, also mir geht's super. So. PD 69, was ist der nordöstliche Bereich des Kellers? Ich wurde angeschossen, vor dem Krankenhaus wohl. 7 Schüsse. Okay, wir gehen in den Vorraum von, Geh doch einfach vor und sag, wo alle rein sollen. Meine Fresse. So, der Patient einmal hier. Jo, einmal auf die... Erste Etage des MDs, vollständig geräumt. Ja. Danke. So, ich geb dir nochmal, ich drück dir jetzt nochmal was nach, weil wir dich so unsanft aus dem Bett geschmissen haben. Ja, alles gut. Ja, du bleibst zwar jetzt noch wach, aber ich will nicht hoffen, dass ich dich nochmal so hart ruppen muss. Es tut mir leid. Du hast schon, schlimmer kannst du, glaube ich, nicht werden. Bitte zähl jetzt nicht auf, was alles noch schlimmer werden kann, okay? Danke. Nein, das... Definitiv erzähle ich das keinen. Nein, ich habe keinen Hunger, alles gut, aber danke. Okay, wenn irgendwas sein sollte, kurz melden. Alle Personen im Medical Center befinden sich im OP. Alle Türen sind abgeschlossen, kein Zugang von außen möglich. Weil wir eigentlich zum Anwesen wollten. Hat jemand Hunger, hat jemand Durst, mischen, was habe ich noch dabei? Nee, alles gut bei mir. Wir sind bestens versorgt. Wir haben Festmahl mit. Wunderbar. Ich wollte es nur anbieten. Gott. Das ist nett. Dankeschön. Allgemeine Instrument 13. Patient ist nach Förde gefahren, ist nach geistigen Wetten aus dem Auto gesprungen, hat auf nur herfliegenden Teilen und der ersten Brandwelle erwischt worden, hat leichte Brandverletzungen. Bringen ihn jetzt zum HP und lager ihn in der Lackierkammer, um ihn dort ein bisschen stabil und kühl zu lagern. 10-4. Hier soll ich HP Performance mit unterstützen? 10-4. Ich brauche mal meine Einsatzleitung hier unten. Auf dem Weg. Ey, was hier wieder der Punk abgeht. Wie lange muss ich zu ihm freundlich sein? Immer. Warum
Wie geht's dir denn überhaupt eigentlich? Ich hab dich gar nicht gefragt eben. Alles gut, ich hasse einfach nur diese ganzen Waffen überall. Guck mal, sind wir schon zu zweit. Aber ich kann es nun mal nicht ändern. Information von der PD-Leitstelle. Ich bräuchte einmal vor dem Haupteingang des Krankenhauses einen F-Dealer sowie einen M-Dealer. MD-02 übernimmt FD-04, Anfahrt MD. Check, so verstanden. Setz mich. Mach das, setz dich. Mach mal Sit-in. OP. Und wie geht's deiner Rippe? Ich habe gerade nicht dran gedacht. Ach so, ja, das herzlich willkommen in meiner Welt. So, warte mal, ich stehe hier noch ein Fettnäpfchen hin. Da kann ich dann auch noch reintreten und da vielleicht auch noch eins. Und dann hätten wir ja alle aufgestellt, wenn ich reintreten darf. Also, ein bisschen Morphium könnt ihr schon vertragen. Warte, ich gebe dir was anderes. Das ist nicht ganz so knallerig wie Morphium. Kann jetzt mal hier jemand die Tür aufmachen, sonst trete ich die Scheißtür ein. Gott, da muss ich da gerade einmal hin. Ach, geht doch. Ach so, ist schon Gott. FD-04, halt, stopp. Ich verstehe es halt nicht. Freundlich, nett sein. Okay, kann ich, verstehe ich alles vollkommen. Aber keine Ahnung, irgendwie denke ich, das beruht auf Gegenseitigkeit und das sehe ich bei ihm gar nicht. Deswegen tut mir leid, dass ich gerade so aus der Haut gefahren bin. Nein, alles gut. Nur du musst bei sowas etwas aufpassen. Es ist einfach gegenseitiger Respekt und ich weiß nicht, warum er seine Waffe ziehen muss, wenn wir hier unten eh eingesperrt sind. Ja. Ich habe auch keine Ahnung.
Entschuldigung. Ja. Ist hier irgendwo eine Toilette? Nein. Das ist jetzt ganz schlecht. Ja, also ich könnte. Da hinten vorne, vielleicht irgendwo ein Eimerchen. Ja, einmal hier vorne ist ein Waschraum. Dann nehme ich doch den. Da vorne. Okay, das kriege ich hin. Im OP gibt es keine Toilette. Ich habe nur einen Bodenausguss beim Waschraum. Kommt doch gerade nichts über Funk, oder? Nee, momentan kommt nichts über Funk. Ja, ich glaube, die Pathologie ist bei uns nicht drin, weil die Chars, die sterben, sind Event-Chars. Danke. Das ist ja mit diesem Blood-Out oder Hinrichtungsantrag, den man stellen muss. Somit haben wir keine Pathologie in dem Sinne, dass jemand. Ja, ich weiß, dass jemand Krebs hat, dass man da was untersuchen müsste, haben wir auch nicht. Das machen die Allgemeinärzte dann. Wir haben zwar eine Tierklinik im MLO, aber die wird auch nicht benutzt, weil wir keine Tiere haben. Fand ich sehr schade, weil die Tierklinik echt schön ist. Ich versuche da ja immer noch ein paar Leute reinzulocken, hinter das Ohr kraulen und dann langsam einschläfern, aber irgendwie wollen die das alle nicht. Ansonsten. Das hat geholfen. Ja, das ist zwar nur nicht so stark, aber es hilft auch. Achso, ja, die Tabletten auch. Welche Tabletten? Die du mir gerade gegeben hast. Das war nach Tropfen. Das, warte. Ich glaube, oder? Habe ich dir irgendwas vergessen gegeben? Ach, Tropfen. Ich dachte schon, weil Tabletten hätte ich eigentlich gar nichts gehabt. Und wenn du Tabletten noch dazu genommen hättest, ich glaube, da hätte ich dir so ein Seil um den Fuß binden müssen, nicht, dass du hier wegfliegst. Nee, die Tropfen haben geholfen. Ja, die knallen es eigentlich relativ schnell, sind aber nicht ganz so stark, deswegen. Aber die sind schnell dran. Aber auch die Ansage hat geholfen. Ja, anscheinend ja. Genau. Das sind die Sachen. Tut mir leid. Das weiß ich nicht. Das ging mir gestern schon so auf den Sack und heute ist es auch noch wieder. Ich meine, okay, sie wollten uns beschützen. Man hat ja gesehen, was passiert ist. Mhm. Aber da muss kein Vierter dazukommen und auch noch eine Waffe ziehen und mit Waffe hier rumlaufen. Tja. Und du weißt, was Tara gestern dazu gesagt hat. Also. Ja, sie hätte auch ihm was gesagt. Ja gut, aber die Stammspielerzahl, ne, ist jetzt auch. Deswegen habe ich auch bei der ungefähr bei knapp da drüben und bei Happy 40, nicht gedacht, 45 Leute eben waren. Versucht uns zu beschützen vorhin. Eben waren wir bei knapp, als ich online gekommen bin, waren 26 Leute da und es ging schon Attacke los. Ne? Also ich weiß ja, was es da ist. Das ist ja ein Avenger. Ich glaube, ich weiß, wer es ist. Also OC weiß ich das. Da denke ich es mir. IC weiß der Finn natürlich von gar nichts. Er lebt ja wirklich in seiner Blümchenwelt. Das finde ich auch so schön daran, das passt ja auch zu ihm. Der Finn ist ja so ein ganz kleiner. Ja. Wenn ich es könnte, würde ich nackt über die Blumenwiese rennen, ne? Nach dem Motto. So als militanter Veganer, ne? Und dann so Tiere essen ist echt. Kann man nur Milch von Kühen trinken. Also so einer ist der Film. Also eigentlich genau das Gegenteil von mir. Das geht ja als Mann ganz gut. Das Erste, was wir dann gleich machen dürfen, wenn hier die Lage sich entspannt hat, ist, wenn wir einen Hübscher anrufen. Ein Hübscher? Mhm. Dass er hier erstmal die unteren OPs komplett reinigen muss. Er wollte diese Woche noch vorbeikommen. Ja, der muss so ja öfters kommen. Gerade so was die
Hygieneräume angeht, das ist ja, das muss öfters gemacht werden. Es ist mir aufgefallen, dass überhaupt von meinen Spinnen Staub ist. Geht gar nicht. Muss ich ja gleich selber Staub putzen. Das hat das nichts damit zu tun, dass die Leute hier unten, sondern allgemein, dass die jetzt auch durch den OP laufen mit Straßenwachen. Ja. Kontaminiert. Aber es ist der Lage eben geschuldet. Das macht aber nichts. Dafür haben wir ja den Hübscher. What the fuck, ey? Hier ist gerade ein RTW hochgegangen. Oh, Scheiße. Geht's euch soweit gut? Ja, 10-4, alles gut. Das war der RTW, der weiter weg stand. Ja, 10-4. Yay. Kriegen neue Fahrzeuge, hurra! Ja, ich glaube, HP können da auch nichts mehr retten. Die MD-28 betritt den Funkkreis. Terra, du bist dran. Terra? Die MD-18 bitte einmal in den Keller runterkommen, in die OP-Räume. MD-18? MD-28. Ich bin nicht im MD. Ja, okay, 10-4. Oh, dann einmal vom MD bitte fernhalten, 28. 10-4, ich weiß Bescheid schon. Wow. Sag in den Funk, was war das? Gibt es Verletzte? Von Explosionen. Ich hab verfickt nochmal genug. Was sind das für Explosionen? Ich höre gerade sehr gut, wie das klingt. Ich wüsste, wenn ich hier unten verrecke, in einem verfickten Krankenhaus. Na Junge, ich raste aus. Geht's euch gut? Ja, hat jemand eine Unterhose dabei? Sagen wir es mal so, wenn du hier drauf gehst, hast du Low Transport Cost. Genau gegenüber der Straße ist der Friedhof. Oh. Sehr toll. Ich könnte mir trotzdem einen besseren Tod vorstellen als in einem scheiß Krankenhaus. Ich sehe bald das Krankenhaus über uns einstürzen. Dann haben wir hier unten eine richtig Arschkarte. Ich dachte, die entschärfen, warum explodiert das denn jetzt alles da oben? Ja, wenn du es nicht entschärfen kannst, dann machst du eine kontrollierte. Kontrolliert Sprengung. Explodieren lassen. Achso, kontrolliert abbrennen lassen. Genau. Nee, wir sind nicht das FD. Der Sheriff 87, alles gut bei Ihnen. Ja, bei uns ist alles gut. Also hier drunten werden auf jeden Fall ein paar Toiletten benötigt. Die an und holen Sie uns einen Swat-Truck. Dann stelle ich ins Waschbecken pießen. Hast du auch nachgespült? Ich habe wenigstens alles nachgespült. Gut. Da war so ein Becher in der Ecke. Ich weiß nicht, ob da jemand seine Zähne mitputzt, aber... Alles halb so schlimm, der Hübscher kommt nach. Oh Mann, ey. Ich muss hier raus. Ich hab Platzangst, ey, ohne Scheiß. Aber hier unten jetzt, wenn es da oben so knallt und das hier alles am Beben ist, dann krieg ich auch leichte Klaustrophobie. Und ich hab mein Auto noch vorm Krankenhaus oben hingestellt, ne? Oh, ach, Dicker. Ja, wie gut, du hast mein einziges Auto, was oben stand, schon am Arsch ist. Ja, unser Auto steht da auch. Ich glaube, wir laufen raus. Ich habe heute schon den Preis bekommen für den Italy von Vito. Oh je. Ich glaube, irgendwas mit 13.000 meinten die. Wer zahlt das? Die PD28 auf Anfahrt LSPD. Was denkst du denn, ne? Gut. Ich meine, Worst Case Bennys, ne? Weil der stand ja auf unserem Parkplatz da. Okay. Ausgaben sind immer gut, Casey, das weißt du doch. Das ist richtig, man muss Ausgaben haben. Ich habe gestern auch extra 2 Autos für den Showroom gekauft. Ich glaube, ab heute zahle ich dann doch monatlich die Steuer, ne? Also, wenn dann so eine Ausgabe ist. Und beim letzten Mal waren das auch 25.000 für 3-4 Autos, die da standen.
Aber die sind halt nicht in die Luft geflogen. Der ist ja richtig gefickt gewesen. Ja, ich glaube, da oben habe ich eben auch so eins gesehen. Ja, das eine war wohl das Leitungsfahrzeug von Terra, das brannte und ist dann in die Luft geflogen und dann sind die daneben auch in die Luft und irgendwann der Heli wohl oben. Eieiei. Herzlichen Glückwunsch. Das heißt also, jetzt die nächsten Einsätze mit Sackkarre. Ja, also wird alles in Ordnung? Ja, Sie können uns gerne mal hier rausbringen. Ja. Wir bringen Sie jetzt raus. Wunderbar, na endlich. Finn, wie sieht's mit dem Herrn da hinten aus? Ist der transportfähig? Ja. Ich will ja keinen Druck machen, ne? Aber der Zeitzünder läuft halt weiter. Gut. Und ich hole. Abgeholt von einem Bus. Ich habe zwei Stickstoffflaschen. Komm. Okay, aufstehen. Hast du es gehört? Terra ist irgendwas. Wo? Ja. Finn, hallo, bleib mal. Ja. Jetzt komm mal her. Ja, natürlich. Bin hier. So, ihr beide nehmt jetzt hier bitte einmal die ganzen Leute, geht Richtung Tiefgaragenausfahrt. Dort wird euch gleich ein Bus abholen, der euch hier erstmal rausbringt. Es ist egal, wo ihr hinfahrt, Hauptsache weg von hier. 10-4. Ich würde euch empfehlen Richtung Strand oder so. Okay, wir nehmen den Patienten noch mit. Das wäre gut. So. Ich drücke dir jetzt nochmal was, wir müssen nämlich jetzt schon wieder die Position verlassen. Für die PD 69 kommen. Perfekt. Alles klar, wünsche dir einen angenehmen. Ihr aktueller Standort. So, auf geht's, hoch. PD 87. 10-4, Break, PD 28 für die 69 kommen. Hört sie, komm. Ihr aktueller Standort. Auf dem Weg Trust no one, Junge. 10-4. Gar nicht kontrollierten Sprengungen. Ein Hof auf unserem Bus. Busfahrer. Ich habe mich gerade total verlaufen. Wir müssen da lang. Das ist dein Krankenhaus. Du verläufst dich hier. Ja, das kann passieren. Es tut mir leid. Rechts. Ja, zumindest kann es keiner klauen. Ich glaube, fliegen kann der auch nicht mehr. Den würde ich abkaufen, ne? Vom MD, sag ich ganz ehrlich. $5,000 hast du gesagt? Ja, 5. Ich zahle direkt bar. Ich nehme den mit. Der ist ja kaputt. Bezahl einfach mit deiner Uhr. Komm, das Motorrad da ist. Ich muss dann mal los, Leute. So. Das MD steht jetzt vor der Tiefgarage. Ist das Fahrzeug schon vor Ort? Bitte einmal selbstständig schauen und das Tor aufmachen. Wunderbar. Wollt ihr nicht in den scheiß Bus kommen? Ja. Cool. Präsentiert, Teller. Mhm. Einmal bitte wieder zurück. Junge, ich renne gleich hoch und hol mein Auto. Was ist denn hier los? Ja, ich hol ein Auto. Frage von der AB-Lehrerin. Du hast nur einen Viersitzer, ne, Ashley? Einen Zweisitzer, ne? Wir holen jetzt Autos. Ich hab gar kein Auto hier, du hast mich heute abgeholt. Stimmt, ich hab auch nur einen Viersitzer. Alles gut, die holen jetzt Autos. Oh. Oh. Da. So, alles klar. Daniel, komm. Steck zurück. Dann drei Personen hier rein und drei Personen in den anderen. Am besten ein Arzt noch hier rein mit dem Verletzten. Ashley, gehst du mit? Ja. Alles klar. Willkommen in meinem Uber. Wunderbar, ich hab dir das Tor aufgemacht. Nimm den mit.
Jo. Und nicht hier bei dem anderen. Ja, natürlich kommt er mit so einem Boss. Ach, klar. Alter, da definitiv nicht mit. Oh. Lass unsere Leute gerade zum Anwesen bringen einfach. Wo sollen wir euch gleich einfach mal hinspringen? HP. HP. Ja, okay. HP da ist unser Zwischenstützpunkt geworden. Die sagen, HP ist der Zwischenstützpunkt geworden. Kann euch auch 2 HP bringen. Also wollt ihr 2 HP oder? Ja, bitte. Einmal bitte HP. Ist nicht diese Ashley noch da drüben? Genau, die Ashley ist noch drin. Ja, warte, dann die gehst du gleich rüber. Ich steig aus, dann kann die mit rein. Da mache ich Taxi. Wenn irgendwas sein sollte mit Neo, dann sagt Bescheid. Na klar. Alles klar. Guck mal Ashley hier rüber. Ashley, lass Wick da. Ashley, komm einfach einsteigen. Der ist in guten Händen dort. Let's go, Lady. Auf Eigenverantwortung. Ja. Eigenverantwortung. Alles gut. Sie rufen uns, wenn irgendwas sein sollte, werden wir benachrichtigt. Okay. Verpiss dich. Oh ja, fein zusammen. Ich bring die hier gerade noch zu HP und dann komme ich zurück. Die haben gesagt, da ist halt ihr Zwischenstützpunkt, deswegen fahre ich hier rüber. Ja, laut Polizei wurde jetzt durchgegeben, dass ihr halt eigentlich bei uns seid. Ja gut. Ja. Ihr müsst dann gleich nochmal die Polizei anrufen und sagen, dass ihr hier seid. Ja, wir werden das gleich bei uns durchgehen. Wir sind ja alle im Einfuhrkreis. Ich danke dir vielmals. Danke dir. Ja. LD02 für PD69 kommen. Warte. Ihre aktuelle 1020 also, kommt. Was hast du mit der Polizei abgeklärt? Soll ich jetzt wieder zurückbringen? Oder? Emergency Room. Hier ist kein Zwischenstück. Können Sie einmal vor das Krankenhaus kommen? Komm. Also laut Polizei sollte ihr halt jetzt eigentlich drüben bei uns sein. Die Cops müssen Bescheid. Ich kann euch auch wieder zu uns bringen. Ich bleib hier. Okay, wie ihr wollt. Dann bleibt halt hier. Ja. Ashley, was denkst du? Alles gut. Danke dir. Okay. Danke. LSMD 43 aus 41 befinden sich momentan bei HP. Sens hier. Emmedox. Und was für eine PD-Nummer hast du? 31. PD 31 ebenfalls bei HP. See, eine sehr gute Tag. Hi. Weil da sind mich unsere Kollegen. Hi, hi. Oh, ich hab schon gedacht, der ist tot. Aber du kannst doch nicht so reinrennen. Warum nicht? Nicht du. Ups. Ja. Wollte gerade sagen, wollte ich mich. Du, ich bin heute Opfer von einem Drive-By. Ich habe eine Explosion von einem scheiß Maverick überlebt und einen scheiß Anschlag aufs MD. Also bitte. Wie kommt ihr jetzt hier alle her? Normaler okay. Arbeitstag. Mit Happy. Ich bin nicht mal in der Arbeit, ich bin krank geschrieben. Uber. Du bist ja auch krank. Ist jetzt noch ihr seid jetzt mit Uber da? Was nochmal? Ist jetzt noch irgendwer im MD? Richtig. Ja, das komplette, also einige von PD sind beim MD und Tara ist im MD und wir haben die Aufforderung gekriegt, sofort zu verlassen das MD. Okay, Aufklärung, was da jetzt Phase? Keine Ahnung, explodiert rings um das MD, die unsere ganzen RTWs fliegen hoch. Mhm. Das sind überall Sprengsätze. Scheint wieder soweit sein, ich drehe so meine Runden. Aha.
Ja, er hier muss auf jeden Fall dringend ans MD. Oder zumindest auf einen Studierenden. So, Information von der PD 28, die Personen aus dem MD sind. Ah, alle, dann nehmen wir doch die Pizzeria. Mitten schön, die wird immer sauber gemacht. Gibt's wenigstens kostenlose Tomatensauce für die nächsten Tage. Genau, nicht verstanden. Nebenbei kocht die Isa uns was Schönes. Warte mal. Nö. Also nö, dass der auf den Pizzatisch kommt oder nö, dass du was kochst? Hab die sterile Lösung dabei zu Zufall? Meine geht gleich aus hier. Ich hab nichts mehr in der Flasche gleich. Ich hab noch eine Infusion. Ja. Dann einmal hier in die Flasche füllen. Wir müssen die Verbände kühl halten. Boah, dieser Klingelton, ne? Ich, Alter. Jawohl, danke. Geht doch. Wunderbar. Danke, danke. Was ist mit dem RTW, der mit dem Rescue, der hat doch auch eine Trage drin, der ist doch auch voll ausgerüstet eigentlich. Ja, aber ich habe ihn jetzt hier extra in die Kühlkammer gelegt, weil die relativ Reife, wo ist der Overwatch? Auf Körpertemperatur aufgewärmt ist und hier der Körper sich am besten akklimatisieren kann. Overwatch ist in jeder Minute abflugbereit. Einhörner. Das geht mir auch auf. Droge kommt jetzt auch her. Ja. Ja, kann er ja. Alles gut. Ah. Boah. Ja, besser ist es. Was für ein Stress. Mal irgendwo gefallen, wer das jetzt war? Nee. Nee, noch nicht. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was da oben los war, beziehungsweise was das soll. Ja, check PD 69. Ja, check. Wo bist du? Ich stehe auf dem Helipad. Ja, es hat so angefangen, dass sie auf den, sag mal schnell, wie heißen die weißen Autos? Und die MD-02? NDF. Ja, auf ZNF. Wir tun gerade einen Kollegen unterstützen. Danach ist der zweite NDF explodiert. Dann ist das Auto daneben explodiert. 87, Ihr Standort in Ihrer Lage? 87 ist am Boden. Der RTW ist explodiert. Ach du Scheiße. Oh, guten Tag. Hi. Was ist denn hier schon wieder los? Kurzfassung, zwei NDFs sind kaputt, zwei RTWs sind kaputt, der Heli ist kaputt und wir sitzen alle hier. Wie ist der Standort? Ich hab den Drang, den Urlaubsantrag schreiben. Direkt so, hinterm MG, quasi beim Eingang zur Tiefgarage. Mhm. Ach du Kacke.
Alles klar, dann wünsche ich dir noch einen schönen Arbeitstag. Abend. Dann der Weltkrieg aus. Ich denke an dich, wenn ich ins Bett gehe und du an der Maschine stehst. Dahin, ne? Hab's Danke dir, Nisi. Soll ich fragen, was passiert ist? Ihr seid da hinten drauf gefahren. Sagst du ganz schön oft. Wirklich? Das ist keine Lüge. Mir wurde gesagt, ich soll beim nächsten Mal bitte langsam anbremsen und nicht direkt auf die Bremse drücken. Aber alles gut. Dem Auto geht's gut jetzt. Das MD ist jetzt gesperrt, oder wie? Ja. Ja. Ich glaube, mittlerweile dürfte auch kein RTW mehr heile sein. Na, zwei es dürfte, glaube ich, gar nichts mehr heile sein. Das macht ja dann richtig Spaß, in den Dienst zu gehen. Ja. Was soll's schon? Dann werden wir die mit der Chipkarre jetzt demnächst abtransportieren. Nee, einfach MD schließen. Mal gucken, was sie sagen, wenn das MD zwei Tage mal komplett so ist. Weil wir kein RTW haben. Ja, ohne Fahrzeug wird es jetzt schwierig, aber ja, mal gucken, irgendwo kriegen wir schon was. Ach, fahr mal mit deinem Privaten an. Ach ja. Ja, anders. Außer hier, das Taxiunternehmen ist ja auch noch da. Kann ich Rolietta machen. Ja, ja, stimmt, die Taxifahrer. Ja. Die haben doch bestimmt Ledersitze zum Abwaschen. Du willst einen halb verbluteten, kurz vorm Abnippelten in ein Taxi stecken, um den ins MD zu fahren. Ja. Ja, wenn wir nichts anderes haben. Da bohren wir 3-4 Löcher in den Boden rein, damit die Autos dann das Blut einfach nur ausspülen müssen und gut ist. Ich kann eine schlechte Idee. Hallo, au. Oh, für den Trimi nicht so machen. Ja. Was in der Lackierkabine los? Da sind alle MD, ja, ist auf Terror. Das ist unser neuer Stützpunkt, das ist eine neue OP geworden nach dem Motto. Nee, da müsste eigentlich ein Patient liegen, der weiß gar nicht, Verbrennungen hat, glaube ich, so wie ich das mitbekommen habe. Bild. Wo ist Tower? Im MD. Im MD. Warum frage ich eigentlich? Ja, wo denn sonst, ne? Ja, warum frage ich eigentlich? Last Moment immer. Standing. Die spielt ja immer die Heldin. Mhm. Was so. Eieiei. P-Trakt ist sauber und freigegeben. Hallo Dorna, hier spricht Ashley. Ich denke, du kriegst gleich ganz viele Aufträge. Zur Information für das MD in den Funk. Eine schwer verletzte Person, MD-02, besetzt jetzt den OP. Aktuell ohne Freigabe betritt keiner das Medical Center. Ich weiß, ich sehe dich. Den Patienten ins MD bringen kann. Hä? Bist du nicht gerade... Ah, egal. Bis gleich. Stand by, PD69 für MD02. Hört sie kommen. Noch weitere Gefahrensituationen in der Nähe des MDs? Na, aktuellem Kenntnisstand nicht. Auszuschließen ist es dennoch nicht. Die sollen den jetzt hereinbringen. Die sollen den jetzt ins MD bringen. Den 4. MD13, benötigst du dringend das Medical Center? Ich habe hier einen Patienten, der in eine Tankstelle gerauscht ist, überall in seinem ganzen Körper Splitter verteilt hat und Brandverletzungen am sämtlichen Körperteil hat. 10-4, über Garage OP-Trakt anfahren. 10-4 wird so gemacht. Ach, vorsichtig. Die Donnerin ist hier raus. Okay. Hast du schon Splitter mal den RTW im Spor, holt die Trage raus? So, bist du mit dem Auto hier, Drogo? Ja, ja, ja.
Dann nimmst du uns die anderen MDler mit. Dann werden wir das MD jetzt stürmen. Ja, ja, ja. Wir fahren nämlich direkt hinterm RTW mit. Ja, das können wir. Und dann stürmen wir das MD durch den Keller und dann sind wir alle unten wenigstens. Dann können wir Tara unterstützen. Und dann können wir hier mit der Brandwunde unterstützen. Lebt ihr da mal, wo ich jetzt genäht habe, was drauf, damit das sauber bleibt? Mhm. Hast du eine Pflasterallergie oder sowas? Ich glaube nicht. Okay, bevor ich jetzt hier irgendwas draufklebe. Und wir haben auch gerade, ja, ich glaube, es ist gerade Schlimmeres. Ja. Alright. Dann machen wir jetzt einmal bitte die Verbände zu. Ich befeuchte dir den nochmal. Und dann tragen wir dich, nehmen wir dich auf die Decke, auf der Decke, auf die Trage, wickeln ihn einmal in die Decke ein und dann zack, ab in den Rescue, ab in den, ins Krankenhaus. Gott, wie weit bist du? Wir machen jetzt eine CJ-Tortilla. Gott. Geil. Auf dein Zeichen, ne? Jo. Einmal hier die Decke rum. Ja. So. Und so, einmal überall angreifen, wer kann. Habe ich. So, und auf 1, 2 und hoch. Upsalat. So, und dann rein. Alter, bist du fett. Ich gebe dir gleich fett, das ist reine Muskelmasse, du Drecksschwein. Ja, ja, Muskelmasse, ja, ja. Da. Einer noch in den Rescue rein, den Rest nehme ich mit. Alles klar. Einer müsste bei mir mitfahren, weil ich den Weg über die Tiefgarage noch nicht kenne. Ja, auf geht's. Norman. Norman? Magst du kommen? Der Patient hat Schmerzen. Keine Ahnung, ob ich Schmerzen habe. Ich spüre das nicht. Was? Ah, ich bin jetzt nicht. Ich hab die jetzt erstmal markiert. Wir fahren von oben rum rein. Bitte ohne Blaulicht. Und einfach ganz, ganz still. Ohne Blaulicht, ohne Martinshorn. Einfach alles aus und Vollgas. Rescue 1. Status 7. Also ich fühle mich, als wenn ich irgendein hochgefährlicher Typ wäre. Warum kommt das MD geschlossen zur Tiefgarage? Bin ich natürlich nicht. Wir haben einen Patienten. Und zur Unterstützung für Tower. Richtig so. Hier. Ja, und durchknallen. Fahr weiter, hinter uns sind noch ein paar Autos, wir müssen die reinkriegen. Ist einer von euch gerade mit dem Motorrad angefahren gekommen? Negativ mit Auto. Ja, 10-4. Mal aussteigen bitte. Alle in der Tiefgarage. So. Packst du mit an?
Ashley, dann ab in OP. Bringen unsere Patienten die OP-Seile. LS1502 benötigt Unterstützung. Funkspruch kam nicht durch. 10-4, dann kannst du FT04 ablösen. 10-4. Welche OP-Seil ist frei? Kümmert sich jetzt einmal bitte das gesamte MD, was jetzt nicht irgendwie in Bearbeitung ist. Also Finn, du, Ashley und wenn möglich Isa eventuell oder Drogo um CJ. Guckt, dass ihr jetzt die Verbände löst, die Decke aufmacht, die Wunden euch anschaut, guckt, wo Splitter sind, eventuell was vernäht. Wenn irgendwo tiefere Verletzungen sind, bitte einmal über Funk Bescheid sagen. Ansonsten Wunden reinigen und dann einmal einen richtig schönen Brandverband drüber machen, dass er erstmal stabil ist. Hat aktuell noch eine Infusion mit Tilidin dran, ist aktuell sehr stark unter Schmerzmedikamenten. Dennoch den Kreislauf beobachten. Nicht, dass irgendwelche Schockzustände durch Schmerzen ausgelöst werden. Wenn ihr Hilfe braucht, sagt ihr bitte Bescheid, ja? Mhm. Ja. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne mitmachen. Nur ich bitte sogar, dass ihr mitmacht, weil ich habe gar keine Ahnung, was mit dem Patienten ist. Ich weiß, dass er Brandwunden hat, aber ich bin nicht der behandelnde Arzt. Jason ist der behandelnde Arzt. Ja. Nicht taub, haben die irgendwas gesagt? Oh, ich wasche mir erstmal in Ruhe die Hände. Das sind ja Sachen, die ich ja wirklich sehr gerne mag, ne? Oscar. Einfach weggehen. Ja. Aus, wirklich. Ja, weil steril ist der ja eigentlich auch nicht mehr weg. Aber haben die mit dir geredet? Was? Isa und Rogo? Nein. Okay, mit mir auch nicht. Warum sollten sie? Ob sie mithelfen wollen oder nicht. Ich schließe ihn erstmal an den EKG. Ja, mach mal bitte Sauerstoffmaske anlegen. Mhm. Ich jetzt einmal vorsichtig. So, bitte meine Schwester Handschuhe anziehen. Dankeschön. So, der Patient wird gleich, die Narkose wird gleich einsetzen. Mhm. Mal nochmal. Dürfte gar nicht mehr lange dauern. Und dann können wir ja schon mal die Verbände aufschneiden. Mhm. Nun haben sie den zugepflastert mit Verbänden. Ja, das war eine
Natürlich, glaube ich. Okay, da haben wir das. So, dann wollen wir mal alles mit nach reinigen, die ganzen Wunden vorsichtig ausspülen. Das war ein Schuss, oder? Wo, bei uns? Ja, oben. Das Wasser plätschert hier so laut, hab gar nichts mitbekommen. Frage in den Funk, sind das Schüsse, wenn ja, wo? Es sind Schüsse außerhalb des PDs, des MDs. Okay, dann reinigen wir. Lassen Sie bitte nicht so laut reden. Oh shit. Auf der Seite anzunehmen. Er hat sehr viele Schnittverletzungen. Ja. Mach das. Ich suche mal gerade noch eine Pinzette. Perfekt. Sehr schön. Da wollen wir mal ein bisschen rumfummeln. Ein bisschen. Komm, $200, wer die meisten Splitter rausholt? Ich glaube, so viel besitze ich gar nicht. Das geht. Ich bin ein armer Doktor. Also noch nicht Doktor. Ja, du wirst doch wohl $200 besitzen. Du bist doch jetzt schon seit 2 Stunden im Dienst. Ja, hab ich. Was kriegt man hier als Praktikant? $65 die Stunde oder irgend sowas? Hä, 400. 400? Ja. Als Prakti? Das war ich, das habe ich damals als Paramedic bekommen. Nein, als Azubi. Die 99 ist auf Abruf im MD bereit. Wow, das habe ich damals bekommen, als ich Paramedic wurde, da habe ich gerade mal so 400 bekommen. Ja, genau. Paramedic kriegst du und Auszubildende. Ja, aber Paramedic war ja schon der Specialist. Das, was ich jetzt bin, da habe ich damals 400. MD99 für Leitstelle. Werdet auch immer reicher. Kriegt immer mehr Kohle hier. Ja, wenn es sich hört. Unterstützen Sie MD30 und MD41 bei der OP. 10-4. Ja, verstehe ich gar nicht. Ja? Guck mal, ich habe schon 14 Stück raus. Hast du einen Splitter? Ja, ich bin bei 10. Ja, da musst du aber noch einen Zahn zulegen, Hase. Ja, ich hätte gerne 04er Nylon, bitte einmal. Dankeschön. Ich fange hier vorne schon mal an, das ist ein ordentlicher Riss. Ist dicht. 400 Tacken. Leben in Saus und Braus. Und dann hier nicht mal um 200 Tacken wetten wollen. Wenn die meisten Splitter rausholt. Okay, hier ist ein bisschen schwieriger. Da ist ein Riesensplitter in seinem Oberarm. Dann lass ihn bitte auch erst da drinnen. Mhm. Den dann nicht, den riesigen. Den müssen wir gleich gucken. Wenn wir Pech haben. MD99, finden Sie sich bei MD02 für ein kurzes Briefing an, bevor Sie MD41 unterstützen. Also, wenn du willst, dann darfst du den ziehen. Ja, aktuell ist 20. Aber... Ich mach langsam, nicht, dass eine Arterie getroffen wird. Genau. Traumatologischer OP im Untergeschoss. Aber, wenn du den ziehst, solltest du eine Gefäßklinge dabei haben. Okay, warte. Ja. Ja. Also ich würde dir jetzt empfehlen, bevor du diesen Splitter ziehst, und weil er so tief ist und du nicht genau weißt, weil es ist jetzt blind rumpopeln hier, was wir jetzt machen, solltest du bitte erst einmal die Arterie Brachialis abklemmen. Einmal die Brachialis abklemmen, dann den Splitter ziehen und dann siehst du ja, dann leuchtest du dir das einmal aus und dann siehst du ja, ob die Arterie Brachialis beschädigt ist oder nicht. Die Hauptschlagader, die durch den Arm geht. Okay, warte, ich muss gerade die abklemmen. Mhm.
Dann verzichte ich doch lieber darauf, dass er mal vor 3 oder 4 Minuten keine Blutzufuhr zur Hand hat, als wenn er uns hier auf dem Tisch verblutet. So. So, ich ziehe. Ja. Okay, kein Blut. Ich löse die Klemme langsam. Mhm. Ne, die Brachialis wurde nicht getroffen. Ja, siehst du. Hast du mal Glück gehabt, aber auf jeden Fall warst du auf Nummer sicher. Okay. So, das haben wir. Dann kommen wir hier vorne mal ein bisschen weiter. Ne, mit 02er. Das ist sehr gut. Oh, haben noch so ungefähr. Haben noch reichlich Zeit. Können wir uns ein bisschen Zeit lassen. Ganz grob würde ich sagen, da sind auf jeden Fall noch gute 550 Milliliter drin. Mhm. Wenn man dann weiß, dass dann 1 Milliliter pro Sekunde rausfließt, das ist also noch gut 550 Sekunden. Mhm. Ah, wir können uns hier ganz gemütlich erstmal hier schön untersuchen und die Narben alles schön. Junge, wo kommen denn diese ganzen Splitter hin? Wie machen wir das mit seiner verbrannten Brust? Kommen wir nachher zu. Jetzt müssen wir alles säubern. Okay. So, ich glaube, Oberkörper und Arme meiner Seite ist frei. Ich werde noch einmal den Abdomen abtasten, ob da Verhärtungen oder Abwehrspannungen dabei sind. So, die große Wunde ist auch zugenäht. Sehr gut. So. Guck meiner an. Oben links ist weich, keine Abwehrspannung. Abdomen unten rechts ist weich. Unten links, Entschuldigung. Keine Abwehrspannung. So, ich fasse einmal in die Leiste. Puls ist gegeben. Dann haben wir hier vorne noch. So, ich habe nochmal 3 Splitter gefunden. PD 28, ich sehe mir das mal an. Soll ich zur Unterstützung mit hochkommen? Ja, 10-4. Das sieht gut aus. Und hier, da hat er Gott sei Dank keine mehr. Binski ist positiv. Das ist gut. Ich drehe mir. Hast du ein Problem damit, dass ich mal auch gerade auf die rechte Seite ein bisschen drehe, dass ich mal von hinten gucken kann? Ashley, ich würde den auch mal kurz auf die rechte, linke Seite drehen. Oder auf die rechte, besser gesagt. Ja, ich habe hier aber keinen Puls auf der Seite vom Bein. Du hast keinen Puls auf der Seite vom Bein. Sehr schön. Was würdest du denn denken, was da los ist? Dass irgendwas eingeklemmt ist, dass kein Puls darunter kommt. Gut. Hast du den Abdomen kontrolliert? Der Abdomen ist weich. Der Abdomen ist weich. Dann pack doch mal hinter dir das Ultraschall raus und dann machst du mal bitte einen Ultraschall. Mhm. Es könnte ja jetzt einfach nur sein, dass die Ader, aber ausgekugelt sieht das Bein nicht aus. Also guck doch mal nach, ob da eventuell du beim Ultraschall was siehst. In der Hüfte an sich nichts. Hm. Warte, ich drehe mal zu dir. Alles klar, dreh mal ruhig. Hier am Oberschenkel hat er eine Wunde. Ja. Okay, warte, ich mach das Verband ab. Okay, die blutet. Oh, vorsichtig, ein Spritzer. Okay, warte, ich klemme die einmal ab. Ja, warte, ich gebe dir gerade eine Klemme, Gefäßklemme. Hier, bitteschön. Danke. Okay. Ja, der Muskel, nee, die Arterie ist getroffen. Scheiße. Okay, Gott. Finn. Ja?
Wir müssen einmal die Seiten wechseln. Okay, machen wir. So, ich halte ihn jetzt hoch. Sehr schön. Da siehst du das. Oh ja, ich sehe das ganz gut. Gut, dass du so schnell abgeklemmt hast. Sehr schön. Wir brauchen nochmal 2-0 negativ auf Druckbeutel. Ja, stell ich so. Sonst kannst du auch die Schwester machen lassen, ne? Okay. Gut. Dann 02er Nylon. Dann werden wir jetzt mal die Arterie gleich einmal nähen. Kommst du so dran? Ja, ich brauche ein bisschen mehr Licht, bitte. Okay, warte. Ein bisschen weiter nach links. So? Ja. Das sieht soweit gar nicht schlecht aus. Ja, Mist. Das ist echt extrem schwierig, daran zu kommen. So, die 02er bitte auf eine gekröpfte Nadel. Wunderbar. Okay, ich fange an und nähe das einmal. P69 für die 28, komm. Hat sie kommen. Okay. Meine Güte. Alles klar. Boah, was war das denn? Ich habe keine Ahnung. Gott. Sehr schön, dann machen wir hier vorne einmal. Gut. Bitte vorsichtig die Gefäßklemme lösen und einmal absaugen. Ja. So, dann legen wir eine Tamponade noch einmal rein, dass wir mal gucken können, ob es wirklich dicht ist. Warte, hier. Ja, danke schön. Gut. Nähe einmal die Tamponade nochmal mit, weil das mache ich nur ganz grob, damit sie nicht verrutscht. Okay, Gefäßklemme löst sich, der Fuß wird langsam wieder rosa. Okay, das sieht gut aus, das Blut fließt schon mal durch. Und die Wunde, die Arterie ist dicht. Sehr schön. Gut, Schwester bitte 04er. Dankeschön. Möchtest du das zunehmen oder soll ich das zunehmen? Wir können auch gerne, kannst du auch gerne zunehmen. Ist dir überlassen, Ashley, ob du dir das zutraust. Sieh du ruhig, dein Mittel hört langsam auf. Ehrlich? Nein, bei mir. Gott, dann nehme ich gerade zick zu. 04er bitte einmal. Sehr schön. Wunderbar, dann haben wir das. Ja, da war aber noch was in der Pulle. So, dann haben wir das schon mal fertig. Gehen wir mal weiter. Da du eben aufgefallen ist, dass kein Puls da ist. Guck mal, ob wir jetzt einen Puls haben. Mhm. Oder? Wir mussten dann, wenn er nicht will, mussten wegschubsen. So. Ja. Ich spüre es im Knochen, im Knöchel. Sehr gut. Dann kannst du jetzt nochmal mit den Knochen einmal hochziehen und unterhalb des Fußsohle, ob da einen Reflex hast. Ja. Ja, die Zehen bewegen sich. Hervorragend. Somit wissen wir auch, dass durch
der Fremdkörper, der da eingedrungen ist, der Nerv nicht getroffen wurde. Und auch nicht durchtrennt, weil er hat ja Reflexe. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So, und jetzt geht es darum, um die Brandwunde. Boah, oh, das sieht echt schrecklich aus. Ja, alles was schwarz ist, kannst du wegschnibbeln, ne? Ja, das Ding ist, der Patient ist ziemlich schwarz. Ja, wenn du das jetzt das Verbrannte siehst, das meine ich, ne? Ja, ich hab dich schon verstanden. Ja. Versuch mal, ich meine, die Tattoos sind echt danach für den Hintern, ne? Weil die sind ja da wirklich viel von übrig. Das ist schade eigentlich drum, aber gut, wir können es nicht ändern. Okay, oh, dann. Also, du kannst gerne bei seinen Nippel anfangen, ich fange am Bauch an. Wenn ich mich da verschnippe, dann, nee. Beim Mann passiert da nicht viel, wenn du dich an den Nippel verschneidest, ne? Wir haben da keine Milchdrüsen drunter, die aktiv werden. Und wir müssen damit auch nicht stillen, also von deswegen. Ob sie da sind oder weg sind, das spielt effektiv keine Rolle beim Kerl. Also sagst du, Mann wird das nicht vermissen. Nur wenn er ein Piercing hätte, ne? Oder ein Piercing möchte. Ja, das wäre schon. Dann würde ich es vermissen. Aber da kann es auch andere Möglichkeiten. Alles klar, ich brauche ein 12er-Skapell, bitte. So, dann fangen wir mal an, großflächig das Verbrannte runterzumachen, damit wir einen vernünftigen Schnitt kriegen. Meinst du, das wäre ein bitte noch einmal eine Skalpell, hatten wir schon. Wir haben ein kleineres und eine Pinzette. Dankeschön. So, dann ziehen wir hier an und schneiden wir da das ab. Das wäre ja ein schön sauberer. So, der ist dann runter. Wäre es unangebracht, über Barbecue zu reden, ne? Etwas? Über Barbecue zu reden, wäre jetzt unangebracht, oder? Etwas. Na, findest du? Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ich rieche es auch. Ist wie ein gutes Steak. Drogo, was ist los? Wann grillen wir eigentlich das nächste Mal wieder? So, hier vorne noch einmal. Löffel, ja? So. Ja? 95 ist 10,8. Ja, perfekt. Bitte. Bleib mal kurz den Ball. Okay, dann werden wir jetzt da so ein Kühlfließ drauflegen, was die Wundheilung ein bisschen verbessert, aber sich nicht an der Wunde festklebt. Mhm. Ja, warte, ich pack das mal gerade aus. So, ich gebe dir mal ein Ende. Dann müssen wir das mal rübertragen, dass wir es gleichmäßig auflegen. 95 für die Ansatzleitung kommen. 95 hört. Ganz vorsichtig. Das einmal Vollmontur, alles was geht, Karabiner einpacken und zum MD kommen. Sind wir. Sehr schön. Das wird richtig, der wird sich freuen. Wird sich richtig freuen, mit dem ganzen Tag und am Drogen. Besten vielleicht das MD anzufahren über die Tiefgarage. Die Genesung wird auch erstmal richtig lustig. Bei den Armen, bei den leichten Verbrennungen, die nicht Stückelradrei sind. Guck mal nach, wir haben da irgendwo noch ein bisschen Salbe, dann machen wir da ein bisschen was drauf. Solange es nicht komplett verbrannt ist, das Fleisch. Ich würde es trotzdem gern einwickeln, wenn du nichts dagegen hast. Können wir machen, die drei, also die Brust, das wird echt extrem. Also ich bin mir nicht sicher, ob das, was daraus wird. So, ich wickele das mal. Ja, so, ich habe hier Verbrennung zweiten Grades am Oberarm. Vorsicht, ganz entspannt. So. Unterarm haben wir auch zwischen 1 und 2. Ja, ich danke dir.
Ja, mal gucken, was wir raus machen. Ne? Ist nicht so einfach, weil im Endeffekt, ich habe den nicht behandelt. Ich bin ja dazugekommen und mir wurde einfach gesagt, hier, Finn, mach das mal. Fand ich jetzt nicht so nett, aber gut, ich mache mir jetzt das Beste draus. Ne? Und dann hat er jetzt eben die Verbrennung dritten Grades. Ja, ich versuche natürlich, sie jetzt ein bisschen zu triggern, indem wir mit dem Grill fest haben und sowas. Ne? Einfach mal gucken, wie weit man es treiben kann. Und dann schauen wir mal, ne? Ja. So, dann haben wir das fertig. Dann gucke ich mir mal unten nochmal am Bein an. Finn, sein Bein hat mir vorhin echt Sorgen gemacht. Ich denke, er sollte erstmal. Ja. Boden. Ja, es sind auch nur ersten Grades, da reicht es auch wirklich, wenn wir wirklich eine Salbe jetzt mal auftragen. Ich will es aber auch nicht einwickeln, weil ich echt wissen will, was mit der Femoralis ist. Nicht, dass wir da irgendwo, weil das muss zum Schluss auch relativ schnell gehen. Gott, dann cremen wir ihn das mal ein. So, sehr schön. Das sieht richtig gut aus, was du da machst. Ich versuche ihn ein bisschen einzuwickeln. So. Ich denke jetzt, die Brust ist gut eingewickelt. Guck dir noch, wenn du da mit der Brust durch bist, kannst du noch die an deinen Arm angucken, den linken. Ja, den Arm habe ich vorhin schon eingewickelt. Achso, da siehst du, ich war abgelenkt. Entschuldige bitte. Alles gut. Naja, wenn der aufsteht, wird er sich auch wundern, dass er komplett weiß ist. Das ist ja die große Frage, ob Michael Jackson sich auch gewundert hat, als er aufgestanden ist. Ich soll auf der Hölle damit. Das macht keinen Spaß. Nein. Okay. Ich glaube, das war einfach ein zu harter Tag heute. Ja, ich glaube auch. So. Kurze Frage. Wie weit bist du? Ich bin fertig. Jetzt. Gut. Pack mal mit an. 1, 2, Ali Hops. 95 ist jetzt unten an den Garagen. Da vorne war ein Bett. Ja, dann das Tor öffnen und einfahren. Hier. So, dann müssen wir den gerade einmal an den mobilen Monitoring anschließen. So, Kreislauf ist angeschlossen. Machst du noch mit dem Sauerstoff, mit dem mobilen? Das mobile Sauerstoffgerät? Ja. Sehr schön. Und Infusion auch nochmal ran. Kochsalzlösung. Sauerstoff kannst du so bei 15 Liter lassen. Okay. So. Also das sind ja ganz neue Sachen, dass CJ immer unter Drogen steht. Das wusste ich nicht. Also IC weiß ich es nicht. Ich weiß nur, dass CJ bei HP Performance arbeitet. So. Schau an. Da müssten wir auch gleich aus der Narkose. Da müssen wir gleich auslaufen. Wir müssen mal gucken. Ja, guck mal hier, hast du gesehen? Bewegen sich. Der Fuß, das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Ja, natürlich, aber ich würde ihn halt eben wirklich unter Beobachtung lassen. Ja, großartig bewegen ist nicht, ne? Genau, und großartig bewegen ist halt wirklich nicht. Ich bräuchte mal hier Hilfe im OP, bitte. Traumatologischer OP. Okay.
Ansonsten geh du ruhig und ich warte, bis er wach wird. Okay. Die 41 kommt zur Unterstützung. Die 28 kann auch kommen. Ja, dann bitte einmal zwei Ärzte bitte sich um Frau Robinson kümmern. Ein Arzt mich über den Schützen. Ich unterstütze dich. Ja, vielen Dank. Dann, Finn, Grobo, schnappt ihr euch Terror und ja, dann einmal. Ich muss immer hoch. Jo, alles klar. So. Draußen war ein Bett, ne? Ja. Oh, dann packen wir so, Drogo, auf mein Zeichen, ich schieb rüber. 3, 2, 1 und. Hupsalat. Ach, Dios Mios. Dann gucken wir mal. Ganz ruhig bleiben. Ja, nee, die Bremse war nicht fest. Ich musste nochmal mit dem Fuß drauf treten auf die Bremse. Oh. Ja, läuft. Dann gucken wir mal. Also, grob gesagt, alles beim Alten, ne? Atemwege sind frei. Das ist da. So. Reflex haben wir auf den Schienbein links. Rechts auch. So, ich mach mal im Ellbogen einmal. Stoßreflex. Arm zittert. Reflexe sind da. Kannst du mir irgendwas sagen, was passiert ist, Drogo? Ich hab keine Ahnung. Ist einfach gerade zusammengeklappt. Ich glaube, das wird ein Fall für dich. Reflexe sind da. Verletzungen kann ich keine erkennen, weder am Hinterkopf, seitlich. Ich weiß, was los ist. Brust ist okay, Rücken, Arme, keine. Einen wunderschönen guten Morgen. Hi, Tara. MD in Gefahr. Oh, scheiße, was ist passiert? Das nennt man Zusammenbruch durch Überlastung. Nein, alles gut, mir geht's gut. Nein, ich gehe wieder zurück in OP. Aber zackig. So. Drogo, du bist dabei, ne? Ja. Dann gehe ich gerade zu meiner Praktikantin und Ausbildung. Alles klar. Beobachtung. Und morgen müssen wir gucken, wie es mit dem Laufen ist. Wenn du sagst, okay, ey, es geht gar nicht, musst du erstmal mit dem Rollstuhl fahren. Ach du Scheiße. Also Beobachtung muss auf jeden Fall definitiv sein, damit sich das nicht entzündet oder sonst irgendwas passiert. Mhm. Sobald bei uns der Status sich ändert, würden wir dich auch hoch in ein Zimmer bringen. Hast du nach den Schmerzen gefragt? Ach so, nein, hast du Schmerzen? Er hat gesagt, der Schädel brummt ihn. Dann gib ihm mal was. Also bei den Verbrennungen auf der Brust kannst du ihn geben. Der hat fast kannst du richtig reindrücken. Okay, stell auf 1,0. Ja, genau, kannst erstmal auf 1,9, dann ist er noch halbwegs wach und halbwegs ansprechbar, aber er schwebt schon einen Meter über dem Bett. Wenn es dann nicht reicht, dann komplett wegschießen. Noch mehr Schmerzmittel. Ja, gleich. Sobald wir den Status ändern können, dann, wenn wir oben auf die ITS sind, dann schießen wir dich meinetwegen bis zum Mond. Das ist mir vollkommen scheißegal. Natürlich nicht. Auch so. Ich bin gerade legal hier, ne? Bitte? Mein Geschäft ist auch legal. Okay. Ja, aber unseres können wir besser kontrollieren und dosieren. Nicht, dass ich dir das nicht zutraue, dass du dein Zeug nicht vernünftig dosieren kannst. Aber wir
wir haben eben was anderes. Das kann man natürlich auch über lange Zeit geben und unter ärztlicher Aufsicht. Wenn das gut ist, ne? Ja. Kann man davon mal was haben? Ich glaube, der hat gerade so hohe Höhenflüge. Ich glaube, du musst den Tropfen mal ein bisschen niedriger wieder stellen. Ich bin mir nicht sicher, das Problem ist, wenn wir dich jetzt so über langen Zeitraum wegschießen, dann kommst du davon nicht runter. Das ist ja nicht schlimm. Doch, das ist schlimm. Das Echt? Macht dich auf lange Zeit richtig kaputt. Richtig kaputt. Scheiße. Nee, also so ähnlich wie Meth oder irgend sowas. Also das macht dich schon richtig kaputt, das Zeug. Also bei Morphin sagt man immer, Drogen sind besser. Dann bleibe ich bei Drogen. Runterzukommen ist richtig schwer, ja. Du hast jetzt aber erstmal Morphin, deswegen keine Drogen nehmen. Achso, kann man das nicht kombinieren? Nein, bitte nicht. Nein, das kommt gar nicht gut. Scheiße. Weil dann könntest du dahin fliegen, wo wir dich nicht mehr wiederholen könnten. Wie soll ich dann Schwester Bertha aushalten? Wir werden gucken, dass wir Schwester Bertha nicht zu dir kommen lassen. Sehr gut. Aber bestimmt. Dann muss Fritz auch fernbleiben, sonst machen die wieder Umfug auf den Flur. Ja, das ist richtig. Bestimmt ein Wunsch an dich, Schwester. Wer hat eine Vielleicht kann man ein bisschen Auswahl für dich treffen. Der Nicole ist aber sonst nett. Mhm. Können wir veranlassen. Wenn Nicole Schicht hat, kriegen wir das hin. Sehr gut. Den Schichtleit kenne ich jetzt noch nicht, weil momentan ist gar keiner von den Schwestern im Dienst, weil ja hier die Lage nicht gerade so berauschend ist, aber sobald die Lage sich ändert, dann schicken wir auch. Guck ich mal nach, ob Nicole Schicht hat. Und ob es auch Lust hat. Ich denke mal, wenn ich deinen Namen erwähne, sollte das vielleicht klappen, ne? Richtig. Gott. Dann bestelle ich Nicole einen guten, schönen Gruß von dir und dann wird sie wahrscheinlich auch schon freiwillig in den Dienst kommen. Das hört sich super an. Ja, das kriegen wir doch hin. Finn, jetzt eine Sekunde. Ja, klar. Hast du vielleicht noch eine von diesen Tabletten? Ja. Denk dran, die haben aber nur 2 Kalorien, ne? Ist wie Tic-Tac. Ja, nee, nicht wie Tic-Tac nehmen. Nein, nicht wie Tic-Tac nehmen, bitte nicht. Kommst du auch nicht runter. Wenn du zu laut redest, kannst du hier stehen bleiben. So ist es nicht. Sorry. Nein, alles gut. Warum? Also das war, glaube ich, einer von Petey. Nee. Wir hatten heute ein bisschen Action hier. Ach so. Ein bisschen. Oh, guck mal, ich wollte gleich mit Kuscheln kommen. Darauf verzichte ich. Ja, alles klar. Aber nett gewesen von dir. Ja. Manchmal bin ich so. Manchmal. Manchmal. Guck mal, da liegt noch einer. Unter dir oder neben dir? Ach, da. Jo, hast recht. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich fange jetzt an, die Glukose langsam ausschleichen zu lassen. Wir haben jetzt wieder alles fixiert, vernäht. Ich musste am Schienbein runter doppelt vernähen. Ja, sieht schön aus. Auch so straff, wie ich sie gelegt habe, trotzdem aufgelassen habe, weil die Patient ist wach geworden, so Patient hat Schmerzen, ist aber auch dementsprechend der Verbrennung des Grades geschuldet. Ja, alles gut. Patient ist wach geworden, Patient hat Schmerzen. Also das Teil ist aber der Verbrennung des dritten Grades auf jeden Fall geschuldet. Und schwere Verletzungen am Bein und Brustkorb hatten. Ich glaube, ich hatte 15 Splitter rausgeholt. Was hattest du rausgeholt? 12. Ja. Teilweise auch relativ große, die Arterien getroffen haben. Du warst ja mit dabei, welche die Arterien nicht getroffen haben, aber auch schon tief im Arm saßen. Okay.
Wir haben den Patienten jetzt nochmal 1,9 Milligramm Morphin mit dazu gegeben zur Infusion. Aufgrund schießen wir ihn auch, sobald sich die Lage geändert haben, komplett weg. Damit er den Abend sich gut erholen kann. Aber das würde ich dann erst machen, wenn wir auf der ETS sind, wegen der besseren Überwachung. Ihr müsst halt bei seinem Drogenkonsum aufpassen, was ihr ihm gibt und wie viel. Weil ich bin mir auch sicher, dass gerade der Drogen in seinem Blut jetzt gerade rumschwirrt. Deswegen sind wir jetzt bei 1,9. Aber du hast mich hervorgebracht. Und bevor er aber irgendwelche Drogen konsumiert, um die Schmerzen loszuwerden, schicke ich ihn lieber ins Koma. Und dann geht's auch wieder. Es sei denn, du sagst, ne, ist nicht. Dann ist was anderes. Nee, wir können ihm eine Vergolis geben, nur. Guckt, wie sein Körper reagiert. Ich habe aber nur Angst, dass er dann sich irgendwas reinpfeift, was wir nicht kontrollieren können. Nee, da musst du bei ihm nicht so aufpassen, aber. Wir müssen mal gucken, wie sein Körper reagiert. Hm. Bislang ist er noch stabil, weil wir wirklich noch langsam dosiert haben. Gucken, als dann die Wade auf das ist ja gut. Hera? Hallo? Okay. Ja, übrigens, damit ihr auch wisst, ich habe schon mit Terror gerade gesprochen. Wenn diese ganze Chose ja mal halbwegs zur Ruhe kommt, haben in den nächsten Tagen alle von euch Gespräche bei mir und Isa. Ach Quatsch. Um mal zu gucken, wie es dann geht. Ja, ich hatte dann Isa zum Halten. Mhm. Damit du da schon mal Bescheid weißt, ne? Du, habe ich kein Problem mit. Du weißt gerne, dass ich zu dir komme. Ja, das oder ist gut. Oder zu Isa habe ich kein Problem mit. Nee, damit wir nicht gucken, ob es dann gut geht und so, weil geht er hier in den letzten Tagen ganz schön ordentlich ab. Bei dir alles okay, Ashley? Ja. Ach, du immer wieder denkst, hat nur erschöpft, oder? Das ist Isa, hallo? Vielleicht habe ich zwei angebrochene Rippen gehabt. Ach du Scheiße, erklärt das, warum er Commit bei HP stand? Okay, Infusion hängen, EKG hängt. Das war nicht der Commit, das erzähle ich dir mal in Ruhe. Steht aber auch in der Akte drin, falls du es nachlesen willst. Ja, ich guck dir mal. Ich habe mir heute so gedacht, ich gebe immer heute eine richtig volle Dröhnung. Ach ja! Siege ist ansprechbar? Ja. Und bis eben war es noch. Okay. Wovor ist jetzt langsam ausgeschlichen? Hallo. Mhm. Wollte auf jeden Fall in den nächsten Minuten wach werden. Welchen? Passlaufwerte sind stabil. Sauerstoffwerte